Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag und es ist wieder ein Sammlungssamstag und dieses Mal gibt es ein Shop My Stash Shop My Stash Lottery, genau. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall eine Losbox. Ich habe vor mir meinen Laptop stehen und jetzt losen wir zusammen mein Make-up aus. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Sammy ist auch am Start. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt in diesem Video auch etwas zu verlosen oder etwas zu gewinnen in dem Sinne. Und zwar von Revolution die Epic Nights Palette. Das ist diese hier. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da einfach gerne mal vorbei. Und ja, ich würde jetzt einfach mal starten. Und zwar ist der Primer zuallererst dran. Primer besitze ich insgesamt 37 zum aktuellen Stand der Dinge. Und ich ziehe die Nummer 55. Somit sind wir bei Primer Nummer 24. Da haben wir von L'Oreal Glow Cherie so ein Glow Fluid in der Farbe Light. Es ist ein Glow Primer, aber eher Glow als Primer. Und den verteile ich mir einfach im Gesicht. Der riecht unheimlich lecker nach Peach, also nach Pfirsich. Und der verleiht dem Gesicht halt so ein richtig schönes Leuchten, so ein schönes Strahlen. Und ich mag ja Glow Primer total gerne, von daher. Gutes Händchen, Claudi. Foundations besitze ich 37. Und ich ziehe die Nummer 16. Das ist die Madara Skin Equal Soft Glow Foundation. Das heißt, wir haben dieses Mal einen wundervoll glowy Look. Ich habe die Farbe 20. Die habe ich tatsächlich auch mal in einem PR-Paket bekommen. Kommt mit so einem Pumper einfach hier raus. Und die ist ziemlich fest. Die gebe ich mir direkt hier auf das Beauty-Schwämmchen. Das sind die Amber-Schwämmchen, die kann ich dir auch mal in der Infobox verlinken. Und ja, gebe die dann einfach auf mein Gesicht. Die Farbe ist wirklich super. Das ist richtig, richtig passend. Bei dieser Foundation habe ich auch tatsächlich, wenn ich sie auftrage, das Gefühl, als würde sie nicht nur eine Foundation sein, die halt auch den Hautton anpasst und so weiter, sondern als würde sie gleichzeitig auch mein Gesicht pflegen. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich so an und die ist ja auch sehr, sehr mit natürlichen Inhaltsstoffen und so weiter. Also von daher ist das schon mal eine gute Kiste, gerade bei der aktuellen Hautsituation bei mir. 1A. Also die Foundation ist halt wirklich auch vom Gefühl her wie eine zweite Haut und sie hat einen fantastischen Glow. Das gefällt mir unheimlich gut. Die Deckkraft würde ich als Medium bezeichnen, ja. Also ja, aber es sieht trotzdem nicht so aus, als hätte ich jetzt eine Foundation im Gesicht. Das ist einfach nur so angeebnet und das fühlt sich halt auch überhaupt nicht so an. Es fühlt sich einfach nur an, als hätte ich mir gerade eine Creme aufgegeben und es tut gut. 24 Concealer habe ich in meiner Sammlung. Kein Mensch braucht so viele verschiedene Produkte, Leute, ne? Aber naja. Ich ziehe die Nummer 4. Hier haben wir nun den Essence Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Ich weiß auch nicht, ich habe es heute auch mit dem Glow. Den habe ich in der Farbe 10 Light Ivory und selbstverständlich alle Produkte, die ich hier zeige, habe ich auch in der Infobox verlinkt. Der hat ein, herzförmiges Bürstchen, würde ich fast schon sagen. Ja. Ich trage mir tatsächlich auch gar nicht so viel Concealer auf, ne? Also, ja, eigentlich immer so ein bisschen unter den Augen, ein bisschen was auf der Nase, ein bisschen hier auf dem Lippenherz, hier Kinn, auch so ein bisschen, um was abzudecken, Mundwinkel, aber nicht diese Oschi-Dreiecke, die mache ich bei mir tatsächlich nicht. Oh, eins habe ich vergessen, und zwar zwischen den Augenbrauen, da gebe ich mir gerne auch ein bisschen Concealer auf. Frag mich nicht, warum, ich finde irgendwie schön, wenn das da so ein bisschen gehighlightet ist. Der deckt schön ab und ist, ja, auch wieder relativ fest von der Textur her, würde ich sagen. Also nicht so ein ultraflüssiger Concealer, aber man kriegt ihn auch schön und schnell ein- und ausgeblendet. Eingeblendet, ausgeblendet, umgeblendet, hin und her geblendet und ja, er hält einfach die untere Augenpartie auf. Ich finde den bei weitem nicht so healthy, wie auch immer, wie es auf der Verpackung draufsteht. Also ich finde nicht, dass er die untere Augenpartie jetzt unbedingt pflegt oder so. Also ich finde, dass er, da muss man vorsichtig sein, den muss man auch gut setzen, ansonsten rutscht er in die Fältchen. Und er trocknet schon so ein bisschen auch meine untere Augenpartie aus. Da muss ich immer aufpassen. Aber in Kombination mit der Foundation und dem Primer sieht es wirklich sehr, sehr gesund aus in meinem Gesicht. Das gefällt mir. Das finde ich schön. Ich glaube, ich habe den Concealer auch noch nie in Verbindung mit der Foundation verwendet. Das passt auch farblich sehr, sehr gut zusammen. Ich habe 30 Puder.
Ich ziehe die Nummer 49. Somit sind wir bei der Nummer 19. Das wird glowy. Weil wir ja noch nicht genug Glow im Gesicht haben, habe ich jetzt das Love Perfectitude Aura Glow Powder gezogen. Ja, das ist ein gebackener Puder. Wenn du den ein bisschen doller aufträgst, kannst du den sogar als Highlighter verwenden. Ja, das habe ich mir nur dabei gedacht. Keine Ahnung, das ist der Zufall, Leute. Das ist einfach der Zufall gewesen. Ich nehme jetzt hier einfach einen Pinsel, um das erstmal unter meinen Augen aufzutragen. Jetzt gibt es einen Healthy Glow unter den Augen. Holla, jetzt würde ich mir Highlighter unter die Augen geben. Das ist echt etwas merkwürdig. Ach, aber das macht sich ganz gut auf der Haut, oder? Auch wenn ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr glänze und sehr glowy aussehe, gefällt mir das Finish tatsächlich jetzt so im Spiegel und sieht total gesund aus irgendwie. Ne? Ist jetzt aber nicht so ein ganz normaler Day-Make-up-Look. Ich habe 27 Bronzer. Aktuell. Und ich ziehe die Nummer 72. Somit sind wir bei der Nummer 18. Ja, das Bronzing-Produkt, was ich gezogen habe, ist eigentlich ein Konturprodukt. Egal. Oh Mann. Von Revolution aus dem Adventskalender Pressed Contour. So heißt das einfach. Nix hiermit auf. Wärme im Gesicht. Das ist ein arschiger Ton. Dann nehme ich mir jetzt hier einfach mal so einen relativ fluffigen Pinsel. Ja, es ist halt wirklich ein geiler Ton eigentlich, ne? Es ist halt aschig und irgendwie ist es schön. Und dadurch, dass ich ja eigentlich jetzt so einen Aura Glow Powder aufgegeben habe, sprich, dass ich sehr, sehr am Glänzen bin und dann die bestimmten Partien mattiere, die ja quasi auch eigentlich zurückgenommen werden müssen beim Contouring, passt das ganz gut, ne? Eigentlich. Vielleicht ein Sonnenbrand im Rücken. Im Nacken. Geht klar, oder? Also, ich mag das wohl leiden. Ja, ist jetzt nicht zu intensiv. Ich habe es jetzt recht dezent gehalten. Ich finde, es geht. Ich habe 44 Blushes. Und hier haben wir die Nummer 74. 74 minus 44 ist 30. Das hätte ich auch gerade noch so im Kopf rechnen können, oder? Revolution Pro 4K Blush Palette in der Farbe Peach. Da habe ich jetzt wirklich die gute Auswahl, aber ich muss da aufpassen, weil die sind heftig pigmentiert. Das sind 4 verschiedene Töne und ja, leider kein Spiegel drin. Ich finde, das hätte einfach hierhin gepasst, oder? So ein Spiegel in so einer Palette, aber gut, das machen ja viele, dass die es einfach nicht machen. Ich glaube, diesen rosigen Ton nehme ich heute mal. Ja, so, das mache ich wirklich vorsichtig, weil ich kriege ganz viel auf den Pinsel. Gut abklopfen und dann gebe ich mir das auf meine Wangen. Und da mir der Bronzer fehlt und ich irgendwie nicht ganz so Farbe im Gesicht habe, blende ich den halt auch sowieso ein bisschen weiter mit aus. An die Schläfe und hier an die Kontur auch mit dran. Jo. Also die Blushpalette oder der Blush an sich gefällt mir jetzt gerade nicht so ultra gut, weil er doch recht fleckig aussieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so wirkt. Ich blende ihn jetzt noch ein bisschen mit dem fluffigen Pinsel aus, den ich eben für die Kontur auch verwendet habe, damit er nicht ganz so fleckig hier ist. Ja, das funktioniert auch deutlich besser. Ist schon halt jetzt wirklich sehr, sehr großflächig, aber es gefällt mir deutlich besser. Ja, einen Blushtopper werde ich safe nicht verwenden müssen, weil der ganze Glow von der Base, die ja drunter ist, voll durchkommt. Also dementsprechend. Hier ist nämlich so ein Blushtopper drin, den hätte ich sonst verwendet, aber Leute, ich habe quasi schon einen Blushtopper drunter. Highlighter habe ich 31. Und ich ziehe die Nummer 14. Ja, irgendwie habe ich gerade so ein Revolution-Händchen. Tasty Strawberry von I Heart Revolution. Das ist dieser Highlighter. Ja, den finde ich ganz cute. Sieht ganz hübsch aus und der besteht aus 2 verschiedenen Farben. Da habe ich einmal einen Champagner und einen roséfarbenen. Ich vermische die beide ganz gerne. Nehme ich hier auch aus dem BH Cosmetics Rose Quartz Pinselset einfach einen Highlighter-Pinsel. Man muss aufpassen, weil der ist sehr intensiv. Dann trage ich mir den Highlighter an den höchsten Punkten meines Gesichts auf. Eigentlich knallt er voll, aber da die Base schon so extrem glowy ist, sieht man den kaum, ne? Ist eigentlich witzig. Ja, aber irgendwie auch traurig. Mensch.
dass ich mal einen Revolution Highlighter nicht wirklich im Gesicht sehe, ne? Das ist so selten, den siehst du immer safe. Aufgrund der aktuellen Base-Situation jedoch hebt er sich nicht so unbedingt vom Rest des Gesichtes ab. Ansonsten ist es aber ein Highlighter, den ich wärmstens empfehlen kann, ne? Also die Revolution oder I Heart Revolution Highlighter sind echt top. Augenbrauen-Farbprodukte habe ich 17. Ich muss demnächst auch echt unbedingt mal aussortieren wieder. Ja, ich ziehe die Nummer 43. Da sind wir bei der Nummer 9. Ja, jetzt werde ich wieder vor eine Herausforderung gestellt, ne? Augenbrauen. Huch. Kiko, es ist eine Augenbrauen-Pomade, Leute. Aha, help. Aber ich habe sie in meiner Sammlung, also muss ich sie auch mal verwenden. Lasting Eyebrow Gel und das ist die Farbe 01. Da habe ich schon mal so ein bisschen was mit dem Spatel rausgenommen für eine Freundin. Nehme ich mir so einen Spoolie und Augenbrauenstift in einem. Das ist so ein von Love, gibt es aber auch von Essence und von allen möglichen Marken. Kämme dann erstmal meine, sorry, ungezupften Augenbrauen durch. Ui, der Concealer ist aber am Creasen hier. Hallöchen. Aber das machen Concealer bei mir tatsächlich meistens am Anfang. Dann muss ich den noch einmal kurz einblenden oder nochmal nachsetten. Und danach ist dann Ruhe, sage ich mal, ne? Augenbrauen. Farbe geht klar. An der Intensität müssen wir arbeiten. Das ist ein bisschen dunkel geworden, Claudia. Ja, es fällt mir halt immer unheimlich schwer, diese Augenbrauenpomaden zu dosieren. Und ja, das halt richtig einzusetzen, ne? Aber man kriegt damit halt immer ein viel ebenmäßigeres Ergebnis hin als mit einem Augenbrauenstift, finde ich. Ich glaube, ich habe mir die auch viel zu dick aufgetragen, aber na. Hey. Andere Seite. Gefällt mir schon irgendwie, ne? Aber es ist trotzdem recht dunkel. Ja. Augenbrauen, Gele, Wachse und so weiter habe ich 9 Stück. Und da ziehe ich die Nummer 27. Da sind wir bei der Nummer 9. Augenbrauen-Gel von Revolution Pro. Das ist dieses hier. Das gibt es in so einem Zweierbundle zusammen mit einem Augenbrauen-Wachs. Ich weiß gar nicht, braucht man bei Pomade überhaupt irgendwie ein Augenbrauen-Gel oder so? Ich mache es jetzt einfach mal drüber. Damit stylt man dann nochmal die Augenbrauen-Härchen. Nimmt aber eigentlich eher Produkt weg, als dass ich damit jetzt irgendein anderes Ergebnis erziele, oder? Augenprimer habe ich 10. Also Lidschattenprimer und sowas ist das, ne? Und da ziehe ich die Nummer 28. Also nehmen wir die Nummer 8. Lidschattenbase von Revol Loves Me. Glow Base and Highlighter. Also das kann man auch als Highlighter verwenden. Ich verwende das nur als Lidschattenbase. Und das ist eine Lidschattenbase, die sehr, sehr mousig ist. Und die ist sehr glowy. Ich trage mir die aber am liebsten mit dem Pinsel auf. Sonst trage ich mir Lidschattenbases immer mit dem Finger auf. Die ist mir dann zu glowy, zu glittery irgendwie. Nehme ich mir so einen dicken Pinsel von Lini Brush. Das ist eigentlich, ja, der Concealer-Buffer, ne? Kannst du auch für Lidschattenbase nehmen. Und dann kommt das auf mein komplettes Lid drauf. Also auf das bewegliche Lid hier unten und auch auf das unbewegliche. Und egal, welchen Lidschatten ich da drüber aufgebe, der wird safe shimmery. Also das ist wirklich ein sehr, sehr glitzeriger, glänzender Look heute. Man sieht, dass sie wirklich sehr schimmerig ist, ne? Aber ich mag das wohl. Lidschattenpaletten habe ich 79. Das heißt, hier sind ja auch 79 Zettelchen drin. Das, was ich am meisten habe, sind tatsächlich Lidschattenpaletten. Oh, und ich ziehe die Nummer 24. Die Lidschattenpalette ist von Kiate oder Ciate London. Die war in dem Glossybox Adventskalender. Hat die einen Namen? Nö. Hat aber einen großen Spiegel und 9 Farben. Das kriegen wir hin. Da ist aber kein Setting-Ton drin. Ich sette meine Lidschattenbase, die ja sowieso schon glowy ist, mit dem Love Aura Glow Powder. Nehme dafür den Pinsel, mit dem ich gerade auch schon den Lidschatten-Primer aufgetragen habe. Mach das Ganze richtig glitzert. Glitzertar, glitzertar. Herzlich willkommen in meinem Disco-Kugel-Gesicht von der Nähe. Also man sieht jetzt ja auch, wie glowy die Base jetzt aussieht, ne? Wahnsinn. Aber ich finde es voll geil. Ich starte mit diesem Ton, der heißt Nude. Und gebe mir den in die Lidfalte. Mit einem etwas fester gebundenen, kleineren Blendepinsel und dem Ton Caramel wird die Lidfalte nun etwas vertieft. Da gehe ich hier direkt an meinem Knochen entlang, weil ich ja mit dem Schlupflid unterwegs bin und deswegen einfach auch die Lidfalte etwas höher ansetzen muss. Den Ton Burnt
setze ich mich hier einmal nach außen und zwar wieder ganz präzise und schaue, dass ich da mit dem Weiß, was in meinen Augen ist, quasi abschließe. Und das Gleiche mache ich auch im Innenwinkel, beziehungsweise im inneren Drittel, Entschuldigung, dass es halt auch hier wieder mit dem Weißen, wenn ich gerade gucke, abschließt. Und den blende ich dann auch ein bisschen noch mit rein in die Lidfalte. Einerseits sieht es so aus, als hätte ich mir nur eine einzige Farbe aufgegeben, andererseits sieht es harmonisch aus. Nenn es, wie du willst. Den Ton Blushed, das ist so ein schönes, goldschimmerndes Orange, setze ich mir jetzt auf mein Zentrum, ziehe das auch ein bisschen hoch und auch nach außen und nach innen in die beiden Halo-Punkte mit rein, um da halt auch nochmal diesen Goldschimmer zu verteilen. Den hellsten Schimmernton, diesen Champagne, nehme ich nun, um hier nochmal ein Highlight auf dem beweglichen Lid zu setzen, und zwar nur in der Mitte. Es ist dezent, aber es ist da. Und das, was ich dann noch auf dem Pinsel habe, nehme ich für die Augenbraue. Ja, als hätte ich gar nichts gemacht, ne? Ich nehme mir noch ein bisschen auf und gebe mir das in den Innenwinkel. Und diese Farbe Caramel gebe ich mir dann nochmal an den unteren Wimpernkranz. Kann das wohl, dass ich die ganze Zeit hier nur mit diesem einen Pinsel arbeite? Nur einmal vorher diesen Blendepinsel? Entschuldigung, ich bin so pinselfaul. Aber ich putze den Pinsel immer wieder zwischendurch an meinem Handtuch ab, was neben mir liegt. Also keine Sorge. Ich finde, viel mehr kann man aus so einer Palette auch gar nicht rausholen. Ich finde den Look okay, aber jetzt nicht so wawawum, voll geil, keine Ahnung, umwerfend, oder? Naja. Fixing Sprays habe ich 15 und ich ziehe die Nummer 12. Da haben wir hier das Riva Loves Me Setting Spray. Das verlängert die Haltbarkeit von Make-up, steht hier einfach drauf. Und das soll auch hoffentlich machen, dass die ganzen Texturen sich jetzt miteinander verbinden und alles noch ein kleines bisschen mehr flawless aussieht. Ich gehe da nochmal mit dem Schwämmchen drüber, was ich ja eben schon rausgeholt hatte. Und kommt das nur mir so vor oder verblasst der Blush? Der ist irgendwie nicht mehr so intensiv wie vor, ich sag mal, einer halben Stunde oder so, als ich den eben aufgetragen habe. Das ist ja öde. Augenstifte habe ich 32. Könnte jetzt auch ein Grün oder sowas mit dabei sein, ne? Also, es ist immer sehr spektakulär und ich ziehe die Nummer 55. Okay, das ist die Nummer 23, das geht. Als Eyeliner habe ich von Rival de Loop den Intense Eyeliner in der Farbe Black. Das ist dieser hier. Und das ist einer zum Rausdrehen. Mag ich ja total gerne solche Gel-Liner. Nicht. Mag ich für einen Alltag oder so, wenn es schnell gehen muss, gerne. Aber wenn ich mir einen Wing ziehen will, das funktioniert leider nicht. Das heißt, heute mal leider ohne Wing. Ich habe einen Mini-Wing gezogen. Das habe ich hingekriegt. Ja, komm, geht klar, ne? Ist zur Wimpernkranzverdichtung, komme ich auf jeden Fall mit klar. Ist aber jetzt nicht für mich der beste Eyeliner der Welt. Nee. Ich habe 39 Mascaren. Und ich ziehe die Nummer 15. Mascara. Oh, da habe ich aber ein teures Händchen gehabt. Hatte ich letztens erst bei einer Douglas-Bestellung als Goodie mit dabei. Und zwar von Estee Lauder die Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara von Estee Lauder. Mm. Habe ich dementsprechend noch gar nicht verwendet. Spannend. Hui. Das ist groß. Ein kegelförmiges Kunsthaarbürstchen, was, wow, groß ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Jo. Ist okay. Aber halt noch nicht so ganz optimal. Also ich persönlich mag es einfach mehr, wenn Mascaren auch so ein bisschen Fülle geben. Also sie soll ja auch Volumen geben. Das heißt, sie hat schon die Wimpern aufgefächert und so ein bisschen was damit gemacht. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist eine High-End-Mascara und das sieht man. Finde ich überhaupt nicht. Ne, leider nicht. Lip Liner habe ich 24. Und ich ziehe die Nummer 2.
Lip Liner. BH Cosmetics in der Farbe Glory. Wasserfester Lippenliner. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Den habe ich auch gerne getragen, wenn ich so meine Adventskalender-Unboxings gemacht habe und so. Der ist knallerot. Der ist fast schon pink. Der geht ab wie Schmitzkatze. Der gleitet auch super soft über die Lippen. Ne? Der hat schon was. Das ist schon ein ordentlicher Lipliner. Ich weiß nur nicht, wie er sich mit dem Lippenstift verträgt. Lippenprodukte habe ich mittlerweile 72. Das kommt mir gar nicht so viel vor. Das ist doch so klein und unscheinbar. Hm? Oh. Und ich ziehe die Nummer 40. MAC Half Cuff. Hört sich netter an, als es ist. Cream Sheen. Es ist so ein schöner lila Pflaumeton. Könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Passt aber auch wieder überhaupt nicht zum Augenlook, ne? Nein. Normalerweise machst du dir ja einen dunklen Lip Liner drauf und dann den Lippenstift ein bisschen heller. Ich mache das jetzt mal andersrum, denn heute ist Gegenteiltag offensichtlich. Tada! Es ist eine heftige Farbe. Da muss man wirklich vorsichtig mit umgehen und man würde ihn wahrscheinlich auch nicht so jeden Tag tragen. Es ist aber eine geile Farbe. Ich mag den. Ich mag dieses Finish von diesem Cream Sheen von MAC auch sehr, sehr gerne, weil du halt dieses Cremige auf den Lippen hast. Es fühlt sich auch super, super angenehm an und komplettiert dann den Look quasi, den ich jetzt habe. Ich weiß nicht, so ein braun-orangener Augenlook zu so einem Lippenstift ist natürlich gewagt, ne? Aber es sieht schon irgendwie cool aus. Ich mag's leiden und fühle mich eigentlich auch ganz wohl. Ja. Und das war jetzt meine Shop My Stash Lottery Nummer 3, würde ich sagen, müsste das jetzt auch schon gewesen sein. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!